So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke und ich bin so fertig. Ja, ich weiß gar nicht warum. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn wir wollen heute wieder das nächste Türchen aufmachen vom Bier-Benz-Kalender. Natürlich gibt es auch wieder was für Adi Schatz. Alles Gute. Ja, den seht ihr nicht. Jetzt denke ich hier, ich rede mit mir selber. Beißi. Aber wir wollen jetzt erstmal Adi seinen Kalender rausholen. Heute ist nämlich das Türchen Nummer, ich blick schon gar nicht mehr durch, 7, 8, die 8 müsste dran sein. 1, 2, 3, 4, 5. Wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal das Türchen Nummer 8 auf, das befindet sich hier drüben. Müsste eigentlich passen vom Rest, ja, Adi 8. Das ist, genau, das ist das Türchen Nummer 8. Wir haben wieder so eine Tüte. Und da steht der Adi ja vollkommen drauf, hier so eine komische Tüte zu naschen. Ich habe mir den Kalender immer noch nicht angeguckt, meine ich. Hinten, ja. Da müsste doch eigentlich draufstehen. Ja, guten Tag. Hallo. Da müsste eigentlich draufstehen, was da jetzt nun genau drin ist. Also was für Sorten, was für Futter, was jetzt der Unterschied ist, was die einzelnen Farben zu bedeuten haben. Das machen wir spätestens am 24., wenn wir das allerletzte Türchen überall aufmachen. Da können wir dann ruhig mal hinten drauf gucken, was er eigentlich die ganze Zeit gefressen hat. Ja? Das weiß ich nicht, das weiß er nicht. Wir packen ihn im Rest wieder hier rein. Vielleicht gibt es auch noch was Großes, Saftiges. Und wir kommen zum Bier-Adventskalender. Heute auch mit dem Türchen Nummer 8. Und ich bin schon ganz gespannt, was da heute wieder für ein leckeres Bier drin ist. Ich hoffe, es schmeckt nicht so wie gestern. So, die 8 ist... Hier, gibt's nicht. Ah, ist schon weg. Nee, die 8 ist hier oben. Toll. Was ist das denn? Das sieht ja schäbig aus. Da denkst du, du holst hier einen Oettinger raus. Hier, hä? Aber, ne, warte mal. Das hat mehr zu bieten. Wir müssen... Es liegt da schon wieder ein... Rasierer, wieso denn? Gestern habe ich den da draufgestellt, da lag da ein Rasierer, dann ist der Rasierer kaputt gegangen und zersplittert in alle Richtungen. Da habe ich gesagt, oh, ich habe Pupsis Rasierer kaputt gemacht, ja. Die war gar nicht da, jetzt liegt da ein neuer Rasierer. Adi, habe ich nicht gesagt, du sollst dir nicht immer die Beine rasieren, ja. Das ist auf jeden Fall hier ein Drift Zeppli, guckt euch das mal an. Ein goldenes Etikett und hier ist ein, ja, keine Ahnung, das ist hier eine Uhr, ein Tower, aber oben drüber eine Dunstabzugshaube, eine Glocke, ein Zeppelin, eigentlich nicht, da kommt irgendwas raus. Sieht auf jeden Fall sehr speziell aus, auch wenn wir hier hinten mal gucken, da steht nämlich einfach nur Works, ja, Works. Wiener Lagerbier mit 5,4%. Hier ist auch eine fliegende Schreibmaschine. Das ist richtig oldschool. Und vorne steht Steam Wiener Lager. Steam Wiener Lager Works 5,4. Hier fliegt schon wieder was anderes. Das sieht aber aus wie ein Stuhl. Da fliegt nochmal ein Stuhl weg. Hier fliegt schon wieder irgendwas, ne? Hier ist ein riesengroßes Gebäude, was da steht in goldenem Glanz und überall dampft es und brodelt und macht oder die Bierschaumfontänen fliegen durch die Gegend. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Flasche. Ich würde für das Etikett auf Anhieb einfach 4 Punkte geben, ja? Wir haben bisher noch keine 5 Punkte vergeben. Das sieht ja gut aus, aber das ist mir trotzdem alles so zu einfarbig, sage ich mal. Das ist einfach nur einfarbig. Obwohl es ja verschiedene Farben hat, ja, es hat ja auch Orange und so. Es ist sehr detailliert. Also eigentlich müsste man sagen, das ist so edel, das muss eine 5 sein. Ich weiß aber nicht, was noch kommt. Ich bleibe mal bei der 4 und ja, machen das mal auf. Das Works hätte ich gerne hier oben drauf gehabt. Aber das Works steht hinten. 4 Punkte für Etikett. Für dieses besondere Bier. Dann kommt es zu Farbe und Geruch. So,
schenken wir es mal ein, dieses gute Steamwork. Ich blick meine Namen immer noch nicht durch. Vielleicht hätte man doch einfach 5 fürs Etikett geben sollen und das einfach zum edelsten, nobelsten, besten Bier der Welt küren sollen, damit wir endlich mal was Gescheites hier haben. Aber gut, vielleicht, gerade wenn das vorne viele Punkte macht, ist das hinten beim Geschmack dann immer der letzte Dreck. Also beruhigt euch, es ist noch nichts, es steht noch nichts fest. Es hat auf jeden Fall einen dunklen Touch. Aber nicht ganz so dunkel, nicht ganz so hell, es ist wieder so bernsteinfarbenmäßig, es strahlt richtig stark, ist aber trotzdem trüb. Ihr wisst, das Trübe an sich mag ich nicht so. Hier unten kannst du besser durchgucken als hier oben. Ja, dieses Trübe zieht es immer von der 3 nach unten. Diese starke Farbe zieht es von der 3 nach oben. Ich bleibe also bei der Farbe auch hier einfach bei 3. Wenn das klar und so kräftig wäre, dann wäre das auf jeden Fall eine 4 oder vielleicht eine 5. Aber das Trübe lässt es leider nicht weiter nach oben zischen. Der Schaum ist auch schon direkt weg. Also 4 für Etikett, 3 für die Farbe. Ich glaube 2 für Geruch. Finde ich jetzt nicht appetitlich, den Geruch. Vielleicht haben wir jetzt aber den Umkehreffekt. Sonst, wenn irgendwas richtig gut riecht, schmeckt das richtig bescheiden. Vielleicht riecht das komisch und deswegen hat es jetzt den besten Geschmack der Welt. 2 für Geruch, riecht für mich ein bisschen unangenehm. Würde ich nicht sagen, boah, das will ich jetzt unbedingt probieren, wenn ich den Geruch habe. Aber wir kommen zum Geschmack, wir probieren jetzt mal. Ja, keine Ahnung. Ist leider auch nicht das, wo ich jetzt sage, wow, das haut mich komplett vom Sockel, ja. Ich glaube, es ist auch keine 3. Es ist was drunter, es ist eine 2 vielleicht wieder. Ganz so streng müssen wir, glaube ich, nicht sein, aber das schmeckt wieder wie ein Lightbier irgendwie. Das hat so eine leichte Komponente, aber irgendwie brennt das auch ein bisschen auf der Zunge schon wieder. Obwohl es nicht ganz so bitter ist wie andere, die wir jetzt hatten, die letzten Tage. Also es ist auf jeden Fall keine 0, es ist auf jeden Fall keine 1. Das habe ich erst gemacht, als sie so extrem bitter waren, dass sich alles zusammengezogen hat. Es brennt ein bisschen auf der Zunge. Es schmeckt sehr leicht, da fehlt mir ein bisschen noch was vom Geschmack. Hätte ich jetzt mehr erwartet, deswegen ist es, glaube ich, eine 2 vom Geschmack. Für meinen persönlichen Geschmack, ja. Für eine 3, so für den Durchschnitt reicht es bei mir leider nicht. Was sagt ihr dazu? Habt ihr das auch? Ich habe gesehen, Koselinchen schreibt da in letzter Zeit immer schön drunter. Ich finde die Flasche trotzdem sehr cool. Die Flasche sieht auf jeden Fall gut aus. Ich bin mal gespannt, ob wir wirklich noch ein 5er-Etikett drin haben. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Es ist nicht bitter, es ist nicht bitter. Das ist ja eigentlich ein Vorteil, aber irgendwie brennt das so. Jetzt wäre es Säure einfach aus der Fabrik. Kann ich nicht beschreiben. Ciao.